Diese Männer haben einen der schwierigsten Jobs der Welt. Sie wollen eine Tierart schützen, die kaum jemand je zu Gesicht bekommt. Den Schneeleoparden. Hoch in den Bergen Kirgisistans sind die Nabu Ranger unterwegs. Das Gelände ist rau und mehrere tausend Meter hoch. Für Menschen ein denkbar schlechter Ort. Für den Schneeleoparden genau der richtige. Hier lebt die seltene Großkatze, perfekt getarnt zwischen Schnee und Geröll. Und so droht sie, von der Welt unbemerkt, auszusterben. Doch genau das will der Nabu verhindern. Und dafür zeigt er vollen Einsatz. Mit seiner Anti-Wilderer-Einheit Grupa Bars kämpft der Nabu gegen skrupellose Wilderer und ihren illegalen Handel mit den begehrten Fellen und Knochen. In den Bergen suchen die Ranger nach versteckten Fallen und Waffen und ermitteln auch verdeckt auf Märkten. Über 250 Wilderern konnte der Nabu so bislang das Handwerk legen. Ohne die Unterstützung der Bevölkerung geht beim Schutz der Schneeleoparden gar nichts. Deshalb geht der Nabu mit den Anwohnern ins Gespräch. Ein eigenes Bildungsteam reist bis in die entlegensten Dörfer. Vor allem die Kinder sind begeistert von der Großkatze. Sie lernen mehr über das seltene Tier und seine Umgebung und werden so hoffentlich zu Naturschützern von morgen. Auch für das Zuhause der Schneeleoparden setzt sich der Nabu ein, denn ihr Lebensraum schrumpft bedrohlich. Schuld daran sind die immer intensivere Haltung der Weidetiere, der Straßenausbau und der Klimawandel. Der Nabu hilft dabei, die letzten Regionen, in denen Schneeleoparden noch leben, zu schützen. Mit Know-how beim Gebietsmanagement, damit Schutzgebiete sicher werden und sich untereinander vernetzen können, auch über Staatsgrenzen hinweg. Und er setzt sich für eine nachhaltigere Viehwirtschaft ein, bei der Nutztiere in bestimmten Zonen in einem rotierenden System weiden. So werden Flächen geschont und nur der Raum genutzt, der auch wirklich nötig ist. Der Nabu schließt auch Wissenslücken, denn bislang wissen wir viel zu wenig über die schönen Tiere, um sie effektiv schützen zu können. Um das zu ändern, bringen die Nabu Ranger Kamerafallen an. Ihre Bilder liefern wichtige Informationen. Lief hier ein Schneeleopard vorbei? Wenn ja, welcher? Wo kam er her? Wo will er hin? Erst aus vielen dieser kleinen Puzzlestücke lassen sich große Zusammenhänge erkennen. Populationen abschätzen, Wanderwege ermitteln und so künftige Schutzmaßnahmen planen und in die Tat umsetzen. Auch Naturfreunde aus Deutschland können dabei helfen. Die vom Nabu unterstützte Organisation Biosphere Expeditions nimmt jedes Jahr freiwillige Helfer mit auf Spurensuche nach Kirgisistan. Und weil Schneeleoparden an Grenzen nicht Halt machen, bringt der Nabu die politischen Entscheider an einen Tisch. Nur wenn alle 12 Verbreitungsstaaten eng zusammenarbeiten, kann der Schneeleopard überleben. Ein erster großer Erfolg. 2013 kamen dank des Nabu erstmals alle Länder zusammen. Beim globalen Schneeleopardenforum verabschiedeten sie ein wegweisendes Schutzprogramm. Bis 2020 sollen die 20 wichtigsten Lebensräume nachhaltig geschützt werden. Das ist eine große Herausforderung, der sich auch der Nabu vor Ort stellt. Er kümmert sich vor allem um das Tian Shan-Gebirge zwischen Kirgisistan und Kasachstan sowie den Lebensraum in Bhutan und Tadschikistan, damit auch hier künftig weiter Schneeleoparden durch die Berge streifen können. Noch ist es nicht zu spät, die geheimnisvollen Großkatzen zu retten. Doch auf dem Weg dahin ist noch viel zu tun.